Tanz mit Anna. Ich habe vor einiger Zeit ein Video darüber gepostet, wie du Tanzschritte für dich finden kannst. Und heute möchte ich ganz gerne eine Idee davon verfilmen, aufs Video aufnehmen. Und zwar geht es um die Schritte aus der Improvisation. Ja, wie kannst du aus dem freien Tanz coole Tanzschritte finden und für dich festlegen? Gut, das heißt ja nicht umsonst Impro. Deswegen fangen wir auch gleich mal an. Also es geht damit los, dass du wirklich erstmal am Platz zur Musik tanzt. Also am Platz oder durch den Raum, wie du willst. Also Musik an und dann einfach losdancen, ja? Und während du das machst, hast du so einen kleinen Blick dafür, welche Schritte du genau machst. Ja? Und versuchst diese Schritte gleich dann festzulegen. Okay? So, mal gucken, ob ich schon was habe. Dann, wenn du merkst, oh, das ist ein cooler Schritt, dann probier den nochmal nachzutanzen. Ja? Probier den wieder zu machen und zu wiederholen. Ich glaube, ich habe jetzt hier was. Sowas wie, ja, so eine Drehung und dann vor und zurück. Ja, das könnte gut klappen. Okay, also das wäre unser erster Step zum Beispiel. Den habe ich jetzt hier aus der Impro rausgeholt, sozusagen. Yeah, sehr gut. Und dann geht es weiter und du tanzt weiter drauf los. Wieder frei, Impro, so wie du willst. Ja, mach dir überhaupt keine Einschränkung, sondern erstmal tanzen. Hey! Gucken, was für Bewegungen ganz von alleine kommen, ne? Denn das ist ja eigentlich das, was die Impro ausmacht, ne? Okay. Bisschen rumexperimentieren. Ja, ich glaube, ich habe diesen Schritt jetzt hier, oder diesen Move, genau, den könnte ich ganz gut mit einbauen in meine Choreo später. Okay, damit haben wir schon mal Schritt Nummer 2, okay? Und dann geht's weiter, ja? Dann machst du wieder ein Stück Impro dran. Ja, und dann einfach mal schauen, was so von alleine hier passiert, auf welche Schritte du kommst. Ich glaube, den finde ich auch ganz gut. Ausfallzieran. Genau, den wiederhole ich nochmal. Und Ausfallzieran. Okay, hast du das gesehen? Ne, das wäre diese Geschichte. Einfach ein paar Mal wiederholen, ein paar Mal machen und dann hast du den schon fest. Ne? Mach den so lange, bis du wirklich einen ganz klaren Schritt raus hast, okay? Gut, und damit haben wir schon 3 Moves. Wir haben Nummer 1, das war diese Geschichte, ja? Dann haben wir Nummer 2, dieser coole Move, da könntest du dir dann noch ein paar coole Arme ausdenken. Und dann haben wir das hier. Yeah! Und du siehst, in wenigen Minuten schaffst du das, auf neue Schritte zu kommen. Ja, und diese kannst du nachher später in deine Choreo einbauen. Das war's, so easy geht das. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, gib mal einen Daumen hoch. Stell mir eine Frage unter dieses Video, wenn du irgendwas wissen willst. Und abonniere meinen Channel, falls du das noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, deine Anna.